Wir sind Isaac, wir sind eine Ausgründung vom KIT. Wir kommen aus der Fakultät der Informatik und haben dort im Rahmen von Forschungsarbeiten und Abschlussarbeiten eine Software entwickelt, mit der es möglich ist, aus Webcam-Daten rauszulesen, wo jemand tatsächlich hingeschaut hat auf einem Bildschirm. Und wenn man sich so überlegt, dass große Unternehmen teure Ausgaben tätigen, das heißt Werbekampagnen oder Benutzeroberflächen entwickeln, dann ist es so, dass die ja, viel Geld da reinstecken. Deswegen wollen sie das auch irgendwie effektiv gestalten. Das heißt, zum Beispiel bei einer Werbekampagne ist es so, dass die, um zu testen, ob die effektiv ist, müssten die ein Labor nehmen und die Leute einladen, um ihnen zu zeigen, wie das Ganze aussieht, um dann zu messen, wo die jeweils hinschauen. Diese Messungen oder diese Messgeräte kosten extrem viel Geld und das Einladen dieser Zielgruppe kostet auch sehr viel Geld. Was wir jetzt mit unserer Technologie anbieten können, ist eine Lösung, die eben nur über die Webcam funktioniert. Das heißt, der Proband bei sich zu Hause, also der Teilnehmer aus der Zielgruppe, kriegt nur einen Link und kann bei sich zu Hause das Ganze ausführen. Das heißt, er schaut bei sich zu Hause das Medium an, in der Umgebung, aus der er normalerweise kommt und in der er sich wohlfühlt, in der er auch das Medium anschauen würde. Und dann kann ich im Nachhinein eben sehen, wo diese Leute hingeschaut haben und über 50 Probanden tatsächlich gemeinsam aggregiert betrachten, wie das Ganze aussieht. Wenn ich jetzt das Beispiel hier habe, eine Werbeanzeige, und ich möchte zum Beispiel am nächsten Tag die Werbeanzeige live schalten, dann kann ich hier verschiedene Versionen testen. Hier hatten wir jetzt zwei Probanden, die das Ganze angeschaut haben. Man sieht jetzt hier in Rot und in Grün die beiden Probanden zu jedem Zeitpunkt, wo sie hingeschaut haben. Und für mich als derjenige, der die Werbung am Schluss schaltet, ist es natürlich interessant zu sehen, sehen die mein Logo, können die sich an mich erinnern. Und das ist das, was wir mit der Software anbieten können. Und da können wir eben über Nacht 50 Probanden, 100 Probanden oder mehr aufnehmen und am nächsten Morgen eine Entscheidungsgrundlage liefern, mit der ich das Ganze auswerten kann. Das heißt, selbst bei 50 Probanden habe ich dann alternative Darstellungsformen zum Beispiel, um zu sehen, wie das tatsächlich für alle aussieht und was gesehen wird. Und damit bieten wir jetzt eine Möglichkeit, sowohl kleine Studien billig zu machen, als auch in wirklich, wirklich großen Skalen mit ja, statistisch verlässlichen Zahlen Entscheidungen zu treffen. Und diese Technologie haben wir entwickelt, jetzt ausgegründet und sind als eigenes Unternehmen tätig. Unten in der Videobeschreibung haben wir einen Link und da finden Sie weitere Informationen über uns.